meine Frage dreht sich um das 365-Euro-Ticket. Ich bin jetzt Student. Für mich gibt es das zufällig. Kommt das auch noch für die große Bevölkerung? Also wirklich für jedermann? Ab 23 ist der Plan ein 365-Euro-Ticket für jedermann. Das Ziel muss aber sein, und das formuliere ich schon auch, der Freistaat und auch die anderen Ebenen müssen uns mit Geldern unterstützen, weil es sonst nicht finanzierbar sein wird. Weil wir können alleine aus dem städtischen Haushalt es nicht stemmen wahrscheinlich, weil die Zahlen auch jetzt durch Corona ganz drastisch sich verändert haben. Und deshalb muss man ehrlich sagen, wir müssen jetzt kämpfen, dass viele mitmachen. Und das Ziel muss auch sein, dass wir nicht nur in Nürnberg ein 365-Euro-Ticket anbieten, sondern wir brauchen auf jeden Fall auch einen größeren Radius um Nürnberg rum, weil unser Thema ist ja, dass wir viele Einpendler haben. Und viele beschweren sich, dass wir Staus haben. Aber die kommen ja nicht nur von den Nürnbergern, sondern die kommen ja oftmals auch von außerhalb, weil sie hier arbeiten. Das ist ja schön. Aber genau denen müssen wir ja auch ein Angebot machen. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn die anderen mitmachen, wie zum Beispiel Nürnberger Land, wie Fürthland, wie unsere Nachbarstädte. Dann wird es auch verkehrspolitisch einen Sinn geben.